Bade, Bade, Kunde, Flüchtling, Kunde, Kunde, Flüchtling. Barlin. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Mhm. Wo in Lothering kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Vergiften? Ich habe mich an derartigen Sachen schon versucht. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Okay. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Vielen Dank. Möglicherweise habe ich einige Zutaten auf Lager. Ich weiß ja nicht genau, was ihr braucht. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. So, die Wundumschläge kommen her. Die kommen dahin. Ja, bitte. Das Inventar ist voll. Das war jetzt irgendwie klar. So, Verletzungsausrüstung, ja bitte. Warum kann ich... Hä? Okay. Na, vielleicht geht es jetzt. So, Lydia, was kann... Lydia? Liliana, warum wollte ich Lydia sagen? So. Schlangengift, Giftextrakt, Todeswurzelextrakt, okay. Nein, danke. Schlangengift. Was brachte es? Okay, dafür brauche ich ein Giftextrakt. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Rezept des Lyriumtrankes. Sehr schön. So, Wachsamkeit und... Nein, danke. So, was für Gegenstände hat der auf Lager? Nicht sonderlich viel, alles klar. In Ordnung. Wenn er das so haben will, gerne. So, was haben wir auf hier auf Lager? Liliana kriegt die Schuhe werden umgesetzt. Dann kriegt sie natürlich noch eine andere Rüstung. Ja. Sechs, so. Okay.
Schwert ist besser als Dolch, also werden wir ihr das Schwert ausrüsten. So. Ich werde es tun. Und wenn wir gleich mit dem Gespräch mit Liliana durch sind, beenden wir den Part. Oder wollen wir noch die Quest mit den Banditen machen? Ja, machen wir die Quest mit den Banditen und dann geht's ab von Hoff. Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Er sagte, er sei aus Redcliffe. Er hat mit jedem in der Taverne gesprochen. Aber woher sollen wir denn wissen, wo die Urne der Heiligen ist? So, Liliana. Einmal bitte die Truhe öffnen. Ja, die Eisenpfeile kannst du gerne uns geben. So. Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Lol. Oh, noch. Ad Astaritz, Merat, Etvasit, Aban, Akku. Quest. Mara, ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich habe euch nichts Amüsantes zu erzählen, Zwerg. Lasst mich in Frieden. Ihr seid ein Gefangener. Wer hat euch eingesperrt? Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ich bin Chris, ich freue mich, euch kennenzulernen. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich auch. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Ich habe geschworen, dieses Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Warum fragt ihr? Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Ich werde euch vorerst verlassen. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Nun ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, Sten aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Dafür wird er ein weiteres Partymitglied von uns werden. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten mit der ehrwürdigen Mutter sprechen und ich sage es euch von vornherein, sie wird die ganze Sache absagen. Also sie wird nicht dafür sein. Oder wir könnten Liliana bitten, den Käfig zu öffnen. Und das wird sie machen. Es ist also geschehen.
Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Und wenn ich nicht zu eurer Buße führe? Dann finde ich sie selbst. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Alles klar, jetzt haben wir insgesamt 5 Partymitglieder. Und Liliana, du bleibst bei uns. Aber Morgan, du gehst. Verdammt! Ja. Ja. So, Inventar. Stan, da haben wir dich doch. So, Kettenrüstung. Kettenrüstung. Ja, ich muss dir leider Lederkluft anziehen. Denn die Streitaxt bekommst du auch noch. Das ausbalancierte Schwert ist um ein mehr. Alles klar. So, wo soll die... Alles klar, hier irgendwo... Die ganzen Flüchtlinge da vorne sehen mir nicht gerade koscher aus. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ja und? Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Weitere Feinde erwarten uns! So, Stan. Ich hasse diese Art der... So. Rüstungstrennung. Alistair, du bist auf den drauf. Alles klar. Liliana, du gehst mal nach da vorne. Und gehst da vorne drauf. Und Alistair hält komischerweise viel zu wenig aus. Da ist selbst Dan, der Frischling in unserer Gruppe, wesentlich besser. Stan? So. Inventar, Stan, du nimmst einen schwachen Wundumschlag. Das Chaos. So, Chris geht auf den Ball, alles klar. Das nächste Mal seine eigene Geschichte. In Zukunft versuche ich vorsichtiger zu sein. Alles klar. Haben die irgendwelche Sachen bei sich? Nein. Alles klar. Denn... Okay, die Truhe ist natürlich verschlossen. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Dann mach.
So, Stan, Chris, Alistair. Na. Und? Knochenbruch. Schädlichkeit verwendete. Okay, denn nochmal das. Sehr schön. Da vorne haben wir schon die erste Gruppe Räuber. Sehr schön. Oh. Geht's mal langsam? So, wie viele sind denn da hinten noch? Drei. Nein, du bleibst da. Bin dran. Sag mal. So, Stan, du gehst auf den Mabari mit drauf. Gut, los jetzt! Das reicht. Nieder mit dir! Da! Ist das eine Verletzung? Ja, eindeutig. Wuhu! Wir müssen uns einen Vorteil verschaffen. Du solltest nicht, solange du noch kannst. Hier! So, Chris, du gehst auf den Räuber da hinten rauf. Und? Ja. War irgendwie klar. Das war irgendwie klar. Es ist vollbracht. Ich werde es tun. Nee, echt? Das wäre mir ja überhaupt nicht aufgefallen. Hilflosen müssen nicht um das bitten, was ihnen zusteht. Das Schwert ist wertvoll. Nee, echt? Das Schwert ist wertvoll? Stan, deine ganzen Sprüche aus deinen ach so hübschen Glückskeksen kannst du mal langsam vergessen. So, das waren zwei. Ja, das war jetzt eine. Wie ihr meint.